Das iPad lässt sich sehr einfach auch mit mehreren Fingern bedienen. Man spricht von Gesten. Diese Gesten möchte ich Ihnen nunmehr zeigen. Ich starte als allererstes Safari. Und Sie können nun bequem mit einem Finger durch diese Internetseite nach unten scrollen. Um rasch erneut an das obere Ende der Internetseite zu gelangen, tippen Sie einfach in den Kopfbereich des iPads und schon scrollt die Internetseite wieder ganz nach oben. Mit zwei Fingern können Sie bequem die Zoom-Stufe verändern und so bestimmte Details einer Internetseite detaillierter begutachten. Wenn ich noch einmal hier den Text etwas genauer heraushole, gibt es nochmals einen sehr einfachen Trick, um jetzt wieder zum vollständigen Text zurückzukommen. Durch einen Doppeltipp wird also die Zoom-Stufe so weit angepasst, dass der Text wieder komplett auf der Internetseite dargestellt wird. Ich verlasse über den Home-Button die Safari-App und gehe mal in die Karten-App. Auch hier kann ich bequem mit zwei Fingern die Zoom-Stufe ändern. Und alle Apps, die also diese Funktionalität zur Verfügung stellen, können Sie also mit zwei Fingern zoomen, entweder vergrößern oder entsprechend verkleinern. Das klappt übrigens auch sehr schön hier zum Beispiel in der Numbers-App, wo ich mit zwei Fingern mir bestimmte Details detaillierter herausholen kann oder wieder verkleinern kann, um erneut die ganze Seite zu sehen. Aber damit nicht genug. Sie können auch Ihre komplette Hand inklusive aller Finger verwenden, nämlich zum Schließen der App. Dazu nehmen Sie die komplette Hand mit den fünf Fingern, legen auf das iPad und ziehen die Finger zusammen und schon wird die App geschlossen. Genauso, als hätten Sie den Home-Button gedrückt. Damit nicht genug. Es gibt noch weitere Funktionen. Angenommen, ich bin jetzt in Safari und möchte nun zu einer anderen App wechseln. Deswegen kann ich es mal in die andere Richtung probieren und nun in der anderen Richtung durchblättern. Und Sie haben es gesehen, auch an der Stelle ist Schluss. Das heißt, mit vier Fingern können Sie waagrecht durch die derzeit geöffneten Apps hindurchblättern. Und noch etwas ist möglich. Sie können mit vier Fingern, die Sie gleichzeitig auf das iPad legen, in den App-Switcher gelangen und haben so alle Apps in der Übersicht und können nun zu einer anderen App wechseln und erneut durch die Verwendung von vier Fingern wiederum in den App-Switcher kommen und hier alle Apps in der Übersicht erkennen. Sie sehen also, Sie können mehrere Finger dazu einsetzen, um auf dem Display des iPads zu arbeiten. Diese Funktionalität ist eine Grundeinstellung, nämlich in den Einstellungen bei Allgemein gibt es den Bereich Multitasking und Dock und dort wiederum den Bereich Gesten. Und hier sehen Sie nochmal eine Auflistung der möglichen Gesten, die Sie jetzt gerade kennengelernt haben. Sie können natürlich diese Gesten auch deaktivieren und dann stehen Sie nicht mehr auf dem iPad zur Verfügung.